Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 2. Wir sind hier mitten im Dschungel in der Nacht. Obwohl, wir sind gleich im Dschungel, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir wieder in den Wald rein. Vorher waren wir in der Wüste. Wir müssen auf jeden Fall durch den Scrap Salvage fahren, weil wir wollen ja unseren Auftrag für den Waffenhändler noch machen. Damit wir, ich glaube, die AK kaufen können, vor allen Dingen. So wollte ich das haben. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich denke mal, hier werden Gegner sein und ich könnte vielleicht ein paar Diamanten mir holen. Ich sehe bisher noch niemanden. Vielleicht sind die hier auch ja gar nicht da, wenn hier keine Mission ist. Okay, sind da. Worauf schießt du? Also auf mich, klar, aber von wo und warum? Ich kann leider nicht auf das, doch, da unten kann ich drauf gucken, aber da ist die Stange im Weg. Das heißt, ich kann nicht sehen, ob irgendwas ist. Wo kommt ihr denn? Ja, du willst mich umlegen, aber du kommst gerade nicht weiter. Zu mir hin. Zurückziehen und sammeln. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Chance. Hat er eine Granate auf mich geworfen? Ich habe das nicht mitbekommen, bin durch Zufall einfach nach vorne gefahren. Ich hoffe, ich sehe schon mein Auto nicht. Okay, da habe ich nur einen gesehen. Oh Gott, oh Gott. Alter, ich hab Zeit. Ich hab Geduld. Du musst dich einmal zeigen. Gib mir nur eine Möglichkeit. Hey, woche wieder. Das Glas spielen wir doch. Ich spreche deine Sprache nicht so gut. Wollte ich auf das Ding hinter ihm schießen? Hatte ich gerade ein bisschen Angst drauf zu schießen, weil ich nicht explodieren wollte. Ich heil mich mal kurz. Hast du genug Spritzen dabei? Hier ist eine Granate. Ich habe anscheinend schon wieder einen aufgesammelt irgendwo. Der hat ihn verloren. Unfassbar. Ich habe dir gesagt, die sind. Das macht auch keinen Sinn. Hallo. Ich hätte mich auch hier heilen können. Man kann mit der Waffe nicht so häufig schießen, wie ich das möchte. Manchmal klicke ich und es passiert noch nichts. Ich muss nachladen, klar, mache ich. Weißt du, ich nicht so nah an den Dingern stehen, dass sie mich dann nicht anschießen können. Redet da Radio gerade oder redet da irgendjemand mit mir? Also, irgendwie scheint es hier nicht mal Diamanten zu geben, was ich ein bisschen schade finde. Wann geht eigentlich die Sonne wieder auf? Also ich glaube, in dem Spiel ist es relativ lange Nacht. Sonst ist ja gefühlt im Spiel immer, dass die Nacht relativ kurz ist, aber dafür Tag halt umso länger. Hier ist einfach so gefühlt 1:1. Ich meine, ich habe auch irgendwie gelesen, dass das so ist. Ich meine, ist natürlich einerseits cool, das ist halt so was heißt realistisch, ich weiß ja nicht, wie es in Afrika ist. Sind die Tage dann nicht irgendwie länger, weil das näher am Äquator ist? Ich habe natürlich keine Ahnung davon. Deshalb müssen sie nicht durchkommen mit dem Ding. Wo ist es denn? Da. Also entweder hier oben oder dahinter. Ich habe es auf jeden Fall kurz gehört. Natürlich komme ich nicht durch. Kann mich hinlegen eigentlich noch? Ich glaube nicht. Ich könnte vielleicht von da hinten kommen und mit dem Auto durchfahren. Natürlich, hier muss man es nochmal verstecken, also was heißt verstecken? Ja, da hinter eine Wand packen. Und dann kriege ich einen dafür. Ach.
Gemeines Spiel. Hm, habe ich nicht geparkt, da habe ich geparkt. Hm. So, theoretisch sollte ich hier durchpassen. Also, ich würde mal sagen, ich bin hier eigentlich, also hier vielleicht schon, aber da stoße ich nicht an. Auch wenn das Spiel das mir suggerieren möchte. Also theoretisch würde ich hier durchkommen. Oh Gott. Ich glaube, das war's mit dem Wagen hier. Hier nicht mehr raus. Der steht auch so ein Fass drauf. Ich hau mal lieber ab und suche mir einen neuen. Ihr habt nicht zufällig noch entstehen, oder? Sieht gerade schlecht aus. Hm. Dann hoffe ich einfach mal, dass sie ja gleich für mich einen haben. Zum Beispiel da vorne. Da ist eine Karosse, aber es ist nur Schrott. Okay, da ist einer, perfekt. Ich glaube, die dürfte ich hier schon angelockt haben in meiner Schießerei vorher. Okay. Also ich würde sagen, solche Poster werden in einem moderneren Spiel auf jeden Fall irgendwelche Sammelgegenstände, wovon nur wie 10 zerstören muss. Okay, ich habe die anscheinend doch nicht angelockt. Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt, muss ich auch sagen. Okay, anscheinend hat das irgendjemand gehört. Ich habe den halt null gesehen. Was hast du eigentlich für eine Waffe? Okay, du hast auch noch eine G3, wie es aussieht. Okay, anscheinend haben die alle aber keinen Bock auf mich. Dann fahren wir weiter. Und wir wollen jetzt hier rausfahren und dann nach unten abhauen. Ich würde sagen, nach der Waffe in der Mission gehen wir auch erstmal wieder. Moment, hier war ich schon? Ach stimmt, hier bin ich ja reingefahren. Direkt am Anfang bin ich hier reingefahren, glaube ich, und habe hier das Safehouse geholt. Und habe dann auch gleich den Diamanten da geholt. Ja genau, dann würde ich sagen, nach der Mission für den Waffen, dann machen wir erstmal weiter mit einer irgendeiner Story-Mission. Weil ich wollte es eigentlich nicht die ganze Zeit immer verbringen, von Ort zu fahren und einfach nur die ganze Zeit kleinen Ort zu tun, bis ich irgendwann mal ankomme. Also klar, ich könnte einfach skippen, also durchskippen, einfach hier hinfahren. Aber... ist halt trotzdem noch doof. So, der ist tot. Ich würde es echt gerne haben, dass man einfach durchgehend die Karte hier offen hat. Würde mir helfen. Okay, hier ist irgendwas. So, ich bin relativ nah auf jeden Fall schon. Hm, ich habe gehofft, dass es hier schon ist. Da ist was, okay. Ein Brunnen? Also hier irgendwo? Okay, hier ist es nicht. Es ist doch hier. Ja, okay, ich war schon direkt dran. Vielleicht ist es doch hier im Wasser. Und da, ich habe hier doch hingeguckt. Also, wie du hier wartest, dass dann doch weiter weg ist noch. Zwei Diamanten, perfekt. Und wir haben erst, also wir haben jetzt erst 10, also knapp über 10%, 11% circa von den Diamantenkoffern. Okay, aber wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal im richtigen Gebiet. Ich glaube, der kann ja nochmal runterfahren. Macht das wahrscheinlich auch, aber grundsätzlich ist das jetzt gar nicht so. Also hier ist sowieso nicht so viel los anscheinend. Klar gibt es ja einige Orte, aber nicht ultra viele. Da sind wir da auf der Karte. So wie ein Haus auf Wasser, wie es aussieht. Der fährt wahrscheinlich runter.
Ja, spätestens, also wir könnten da zur Not auch einfach abwarten und ihn dann erschießen, wenn er dann wieder zu uns herkommt. Hätte vielleicht vorher noch bremsen sollen. Ich sehe gar nicht so viel durch den Rauch von meiner Waffe. Das ist ein bisschen schade. Ich muss sagen, der Kampftruck ist echt viel cooler, weil der halt ein echt starkes Geschütz hat. Das hier ist halt eher so ein kleines Maschinengewehr und das andere war halt ein wirklich dickes Maschinengewehr. Also interessiert es ja nicht mal, dass ich die einfach komplett zuspamme. Ich hoffe, wir kriegen nochmal so einen Truck. Das ist echt schade, dass er stecken geblieben ist. Okay, hier gibt es anscheinend auch was zu holen. Da sage ich doch nicht nein zu. Okay, der fährt jetzt gerade runter. Vorne ist mein Ding. Oh Gott, Junge, ich hast mich erschreckt. Ich war halt komplett der Meinung, dass die hier tot sind. Ich habe mich gerade richtig erschreckt. Achso, hier oben, ja, das habe ich ja schon angeguckt. Okay, ich kann hier die Leiter benutzen. Das ist natürlich cool. Ein Diamant. Ja. Okay. Da ist mein Fahrzeug. Dann würde ich sagen, wir können unsere Spritzen hier auf. Oder habe ich schon wieder voll? Ne, eine fehlt mir, ne? Also, das war jetzt unnötig, dass ich die da rausgenommen habe, weil ich glaube, die können noch mehr geben. Die anderen geben mir sowieso nur ein. Aber ich glaube, Spritzen sowieso nicht das Problem hier in dem Spiel. Okay, der fährt hier anscheinend nur hin und her, weil der ist irgendwann auch von links rüber, also von links nach rechts gefahren. Jetzt macht er das schon wieder. Das ist lustig. Das einzige Problem ist, wenn man halt diese ganzen Leute hier hat, die rumfahren, dass die dich dann einfach überfahren, so wie der eine Typ, als mich dann Warren Clyde retten musste. Ich glaube, so hieß der. Ich würde gerade aber mal kurz vom Weg abkommen, weil das sieht mir schon ein bisschen verdächtig aus. Oh. Dass hier was ist. Hab ich mir gedacht schon. Hallo? Ist das jetzt im Haus drin? Ne, ist hier hinter, okay. Wollte gerade schon sagen. Nochmal ein. Aber man kriegt halt echt nicht so krass viele, muss man sagen. So. Okay. Kurz mal wieder zur Straße fahren. Da sind wieder irgendwelche Tierchen, irgendwelche Antilopen oder sowas. Das ist Antilopen, ich bin mir sicher. Lass uns ein Safe House, was wir gleich mal holen können und auch werden. Aber erstmal muss ich den Konvoi abfangen. Wie mache ich das? Den anderen habe ich ja von der Seite angegriffen. Vielleicht versuchst du einfach mal hier raufzuschießen. Das ist natürlich doof, dass sie wegfahren. Jetzt wäre natürlich ein Raketenwerfer. Also sie fahren, glaube ich, echt schnell gerade. Raketenwerfer super.
Jetzt muss ich nur warten, dass ich den kaputt schieße. Okay. Ging zum Glück relativ schnell, nachdem ich dann aufgeschossen habe. Okay, jetzt könnten wir da wieder hingehen und eine Mission annehmen. Was ich natürlich nicht machen werde. Ich will es aber erstmal freischalten. Hat sie gerade drin geleuchtet? Ich glaube nicht. Aber es könnte sein, das habe ich gerade nicht so beobachtet. Aber ich weiß nicht, ob es diesmal schneller war, aber gefühlt ein bisschen, dass wir nicht mehr über die komplette Map so gefahren sind. Aber also gefühlt war es das gleiche, aber es hat sich für mich doch ein bisschen langsam angefühlt. Zweimal gefühlt so, da sind dann zwei unterschiedliche Sachen. Das ist natürlich blöd, aber ja, schwer zu beschreiben. Okay, Spaß. Okay, der ist natürlich auch Kunden, Flyer auch, aber nee. Was halten Sie von einem kleinen Geschäft? Oh, gerade nicht, Freund. Ja, die AK können wir so kaufen. Stimmt, ich sollte mal meine andere Waffe wieder setzen, ne? Ich glaube, ich nehme mal das Scharfschützengewehr hier. Würde ich es halt interessant finden, ne? Neue Verbesserung freigeschaltet. Ja, ich glaube, die kaufe ich aber erstmal. Also, obwohl, was kostet die Präzision denn? Also, 3 würde ich ungern bezahlen, 2 mache ich schon noch, aber ich glaube, die Haltbarkeit brauche ich dann nicht so dringend. 3 ist schon. Ach komm, gib her. Ja. Aber die Verlässlichkeit kaufen wir nicht. Also, Präzision ist wahrscheinlich für das Präzisionsgewehr doch ganz nett. Also, die Schrotflinte ist natürlich auch lustig, aber ich sehe da nicht so den Nutzen drin, muss ich gestehen. Dann haben wir hier unsere super tolle AK. Nehmen wir das hier einmal mit. Nehmen dann unsere schönste Pistole einmal mit. Ist das eigentlich die Makarov einfach nur mit einem Schalldämpfer drauf? Ne, sieht ähnlich aus, aber. Und das können wir auch mal ersetzen. Also das Spiel hat da, also viele Leute haben sich halt auch über das Spiel beschwert, dass es halt also blöd ist, dass die Waffen kaputt gehen, dass man halt so Ladehemmung hat und sowas. Und ich denke mir so, oder du musst einfach nur neue Waffen mitnehmen, die sind gratis. Ich dachte halt, die muss ich halt immer wieder kaufen. Aber wenn man, aber dann als ich halt gelernt habe, dass man die nur einmal kaufen muss, war es so gar kein Problem mehr. Ich würde sagen, fahren wir nochmal zurück. Holen uns den Save-Punkt da unten, das aber kein Speicherpunkt ist, wie ich gerade sehe. Obwohl doch jetzt schon. Okay, wenn man. Okay, jetzt zeigt man den nächsten Speicherpunkt an, wenn man da unterwegs ist. Interessant. Wollen wir kurz noch bei dem bei der Bushaltestelle vorbeifahren? Ob es da was gibt für mich? Hat sie echt gerade schon wieder geleuchtet? Sie fühlt schon wieder, deshalb fahre ich hier gerade noch einmal im Kreis. Es kann doch einfach sein, dass ich den grünen Pfeil als Blinken gedeutet habe. Ob man Handbremse benutzt, aber nö. Müsste hier jetzt geblinkt haben eigentlich. Ich habe jetzt nichts gesehen. Also wenn irgendwas mal blinkt und ich das nicht mitbekomme, dann gerne einen Kommentar schreiben. Dann gucke ich mir das mal an und dann merke ich mir das. Aber wie gesagt, mit der Vorausnehmung, also im Voraus aufnehmen, ist das mal ein bisschen schwierig, dann darauf zeitlich zu reagieren. Aber lieber nehme ich ein bisschen Force auf, als dass irgendwann dann doch auf einmal nichts kommt. Ja, da vorne ist das Häuschen schon. Ah, oh, okay. Was hat mein Auto gerade so kaputt gemacht? Keine Ahnung, ich repariere erstmal kurz. Damit der auch wieder vernünftig anspringt. Schön verrostet der Motor, so muss das sein. Junge, Quickscope, ne, Genoscope. Nochmal Genoscope. So habe ich mir das Sniper nicht vorgestellt. Ich dachte eigentlich, die versteckt sich dahinter und ich könnte jetzt vielleicht ganz schnell mal wegpicken. Und da kommt sie auch mit dem Auto an. Jetzt hat sie aber grün geblinkt. Okay, hier ist irgendwo was. Wahrscheinlich ein Wagen da drin, glaube ich auch, ja. Ne, ist es nicht. Hier ist dann.
ein Fernseher, aber hier hinten. Das Geräusch ist auch sehr, ja, unspannend. Haben wir jetzt 5? Ja, okay. Stimmt, ja, wir hatten 3. Ich habe gerade gedacht, wir haben jetzt 5 und kriegen nur noch 2 neue. Hier sind dann die Waffen. Moment, hier sind die Waffen auch, genau. Dann würde ich sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.